hinein, quer gestreift und über Zwerch. Gläubig murmeln 20 Rosen. Ihre Gedichte sind Wortspiele, Zeugen von der Lust an der Sprache. Hinein, quer gestreift und über Zwerch. Gläubig murmeln 20 Rosen. Ihre Bilder und Objekte sind Materialspiele. Ihr vielschichtiges Werk erzählt von ihrer Selbstbehauptung als Künstlerin. Ihren frühen Ruhm begründete sie mit der Pelztasse, dem meistzitierten Werk des Surrealismus. Mai 1932. Ein 18-jähriges Mädchen aus Basel reist nach Paris. Merit Oppenheim will Künstlerin werden. Während der Bahnfahrt drängt sie sich mit einer Flasche Pernod Mut an. Und sofort nach der Ankunft sucht sie die berühmten Cafés am Montparnasse auf, die das Foyer in die Welt der Kunst waren. Die Tochter einer Schweizerin und eines Deutschen, 1913 in Berlin geboren, in einem großbürgerlichen Elternhaus in Basel aufgewachsen. Mit 16 demonstrierte sie mit der Zeichnung X ist gleich Hase ihre Abneigung gegen die Schulfächer. Und mit 17 revoltierte sie gegen das Kinderkriegen, gegen die konventionelle Rolle der Frau mit diesem Votivbild. Ein Engel erwürgt ein Kind. Ex voto, der Würgeengel. Die künstlerischen und literarischen Ideen in Paris der 30er Jahre wurden vor allem von den Surrealisten bestimmt. Zu ihnen zog es Merit Oppenheim. Sie nahm sich ein Zimmer im Hotel Odessa und dort entstand ihr erstes Ölbild. Eine stumme Zuhörerin in einem imaginären Kreis. So etwas wie ein Selbstbildnis. Ihre Arbeiten sind verspielt und unbeschwert, unabhängig von gängigen Kunstrichtungen. Entführung. Selbstmörderinstitut. Wegen ihres schwarzen Humors gefielen ihre Arbeiten gerade in Surrealistenkreisen. Die androgyn wirkende junge Künstlerin erregte Aufmerksamkeit in den Cafés am Montparnasse. Der Schweizer Künstler Alberto Giacometti, dessen Ohr Merit Oppenheim in Wachs als pflanzenhaftes Objekt modellierte und in Bronze goss, hatte sie mit den Surrealisten um André Breton, Max Ernst, Marcel Duchamp bekannt gemacht. Ihr Programm, das den radikalen Umsturz aller geltenden Werte proklamierte, entsprach dem rebellischen Geist der jungen Frau. Ich glaube, jeder Künstler eigentlich will die Gesellschaft ändern, auch wenn er es sich nicht ausspricht. Und er ändert sie auch insofern, als es künstlerische Werke oder auch dichterische. Es ist vielleicht eher ein Seismograph, der zeigt, wo die Gesellschaft gerade steht. Aber man kann, die Surrealisten wollten es aktiv ändern, die Gesellschaft. An den künstlerischen und ideologischen Diskussionen der Surrealisten hat sich die junge Merit Oppenheim nie direkt beteiligt. Sie blieb stumme Zuhörerin. 1933 nahm sie zum ersten Mal an einer Ausstellung dieses Kreises teil. Vereinnahmen ließ sie sich jedoch nie. Die schöne, kreative, unabhängige Frau wurde zu einer Göttin des Surrealismus. Zu den Freunden der Surrealisten gehört eben auch Man Ray. Und als ich damals auftauchte, hat er mich gesehen und gefragt, ob er ein paar Aufnahmen machen dürfe. Und hat sehr schöne Porträts gemacht, die ja bekannt wurden. Sehr bekannt mit all seinen anderen Arbeiten. Und dann gingen wir in das Atelier und er sagte, er wolle mich an der Druckerpresse fotografieren, nackt. Ich sagte ja. Das entsprach meinem immer revolutionären und antibourgeoisen Temperament. Und er hat diese wunderbaren Fotos gemacht. Unbeteiligt, abwesend stellte sie sich der Kamera von Man Ray. Schönes Objekt des Fotografen und schöpferisches Subjekt, das sich mit dem eigenen Bild auseinandersetzt. Selbstporträt 1932. Zukunftsselbstporträt als Greisin 1938. Ihre frühen Objekte sind häufig dem Themenkreis weiblichen Alltags entnommen. Doch weibliche Kunst gibt es nicht, nur männliche und weibliche Themen, sagte sie. Am Tisch der Surrealisten in Paris
war sie jedoch als Künstlerin eine Ausnahmeerscheinung. Ich weiß gar nicht, es gab wirklich wenig Frauen. Die da waren oder am Tisch waren entweder die Geliebten von den Surrealisten oder später wie die Toyenne, eine sehr gute Malerin, die aber sich diesen Gedankengängen absolut anschloss und sich mit diesem später surrealistischen Dogmatismus absolut identifizierte. Die junge Merit Oppenheim hat die Dogmen und Theorien der Surrealisten nie befolgt und schuf doch im Alter von 23 Jahren das Kultobjekt dieser Kunstrichtung. 1936 entstand in einem Pariser Café die Idee zu der Pelztasse, ausgelöst durch eine Bemerkung Picassos zu ihrem mit Pelz überzogenen Armreif. Sie realisierte die Idee aus dem Café und André Breton gab dem Objekt den Namen Déjeuner en fourrure, Frühstück in Pelz. Ich sehe in diesen ganz frühen Sachen, die sie gemacht hat, die auch berühmt wurden, schon sehr früh, wie die Pelztasse, darin sehe ich wirklich schon einen Kommentar dieser surrealistischen Methode. Ne? Also das war für sie fast, man könnte sagen, wie ein Schildbürgerstreich, der ihr da gelungen ist. Und sie war sich dessen gar nicht bewusst, was das jetzt ausgelöst hat, möglicherweise. Für 200 Franken wurde die Pelztasse an das New Yorker Museum of Modern Art verkauft. Das Souvenir du Déjeuner en fourrure 1970 ist in seiner kitschigen Wiederholung eine Art Demontage am Ruhm der Pelztasse, die sie in ihrer Karriere festgelegt und als Surrealistin etikettiert hatte. Jetzt muss ich sagen, dass diese natürlich für mich schon fast Väter waren, den Breton, Max Ernst, Giacometti, nein, Giacometti war 10 Jahre jünger. All diese waren ja 20 Jahre älter und zum Teil noch älter als ich. Ich war ein ganz blutjunges Mädchen. Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Entwicklung von mir, vor mir, denn alles, was ich vorher getan habe, seitdem ich 16 war, kam fast noch aus einer kindlichen Stärke heraus. Fast unbewusst habe ich diese frühen Sachen gemacht. Bewunderte Künstlerin, bewunderte Schönheit. Liebesaffären hatte Merit Oppenheim in ihrer Pariser Zeit viele. Picasso, Max Ernst. Doch sie wollte ihren eigenen Weg gehen, trennte sich immer wieder, blieb allein. Wer ist uns über den Kopf gewachsen? Das Meritlein, schrieb Max Ernst in einer Einladung zu einer ihrer Ausstellungen. Husch, husch, auch der schönste Vokal entleert sich, war ihr Abschiedsgeschenk an Max Ernst. Porträt de Max Ernst, Merit Oppenheim, 1934. Husch, husch, der schönste Vokal entleert sich. Das ist das Ende eines Dreizeilers. Das hieß, von Bären nährt man sich, mit dem Schuh verehrt man sich. Husch, husch, der schönste Vokal entleert sich. Merit Oppenheim hätte nach dem Erfolg der Pelztasse Überziehkünstlerin werden können. Doch sie zog es vor, ohne Fallnetz weiter zu experimentieren. Da gab es erotische Objekte wie diesen Tisch mit Vogelfüßen. Oder diesen Entwurf für einen Tisch mit drei Beinen. Und ein immer wiederkehrendes Motiv, das Leiden der Genoveva. Ich glaube, ich darf wirklich sagen, dass alle diese Ideen einfach schon in mir waren und ich ganz unabhängig und nicht, wie man eben in diesen, oft in manchen Besprechungen liest, dass ich sozusagen die Surrealisten entdeckt habe und dann gedacht habe, das ist es jetzt und so. Es war umgekehrt, die Surrealisten haben mich entdeckt. Merit Oppenheim war Autodidaktin. Die Kurse in der Pariser Akademie de la Grande Chaumière besuchte sie selten. Sie arbeitete frei. Ausstellungen hatte sie wenige und selten verkaufte sie etwas. Geld verdiente sie kaum. So entschloss sie sich, Modeentwürfe zu zeichnen. Spontan skizzierte Ideen, die selbst den extravagantesten Modeschöpfern zu verrückt waren. Es waren, wie sie sagte, verzweifelte Versuche, auf dem Teppich zu bleiben und etwas Nützliches zu machen. Die rasche, oberflächliche Berühmtheit der jungen Künstlerin, die Glorifizierung durch die Man Ray-Fotos führten schließlich zu einem gebrochenen Selbstwertgefühl. Sie litt häufig an Depressionen, fühlte sich künstlerisch festgefahren. Ihre Zeichnung, Dann leben wir eben später, vermittelt eine Ahnung dieser Stimmung. Sie hatte begonnen, sich in Frage zu stellen.
Ich bin ja dann 1937 bin ich ja weg von Paris. Auch ein wenig weg, weil ich den Eindruck hatte und schon selbst nicht mehr wusste, schwimme ich jetzt einfach weiter auf dieser Welle. Der Surrealismus war ja damals eine der wichtigsten Bewegungen. Und das war unter anderem auch ein Grund, dass ich weg bin von Paris. Und dann setzte eine sehr schwierige und lange Krise für mich ein. Merit Oppenheim ging zurück in die Schweiz, versuchte ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen. Ich wollte, konnte nicht. Habe immer gearbeitet, aber ohne Zufriedenheit. Während dieser ganzen Krisenjahre hatte ich ein Gefühl von gefesselten Händen. Mitte der 50er Jahre war die Krise beendet. Merit Oppenheim begann wieder kontinuierlich zu arbeiten. Auch ihr späteres Werk ist voller Humor, voller Ironie und Erotik. Sie liebte das Improvisierte, kümmerte sich weder um Ästhetik noch um Formales und ließ sich auf keinen Stil festlegen. Ich denke, so ein Werk kann nur in größter Abgeschiedenheit und Einsamkeit entstanden sein. Das merkt man. Es gibt so ein starkes Innenleben. Jedes Bild ist anders. Jedes Bild hat meinetwegen probiert, improvisiert einen anderen Stil, probiert ihn aus. Ist vielleicht gar nicht ihr eigener, ist ihr aber auch vollkommen egal, ob das zu ihr passt. Sie hatte Interesse an der Oberfläche auch von Stilen, die ihr eigentlich fremd waren, die auszuprobieren. Was steckt dahinter? Welche Atmosphäre ist da drin? Wie lade ich sie, diese fremden Stilmittel nochmal auf? Wie emotionalisiere ich sie? Wie gebe ich ihnen eine neue Stimmung, also, oder neue Atmosphäre, sodass sie ein eigenes Leben wieder bekommen? Ein Abend im Jahre 1910 erinnert an Bilder Noldes. Oft sind es Fundstücke, zufällig zusammengesetzt, die einen ironischen Kommentar ergeben. Eichhörnchen, 1969. Rötlicher Mond und Zypressen, 1975. Handschuhe, 1985. Abgelöst vom Surrealismus ist ihr Werk nicht zu denken. Und doch ist es offener, ohne Begrenzungen. Mit großen Retrospektiven wurden ihre Arbeiten in den 70er Jahren gewürdigt. Sie wurde zum Leitbild einer jungen Künstlergeneration. Eine Legende wollte sie nie werden. Viele ihrer Bilder und Objekte haben das Problem des weiblichen Künstlers thematisiert. Doch gegen den falschen Zugriff der Feministinnen verteidigte sie es. Bis zu ihrem Tod 1985 war sie nicht bereit, sich von einer Bewegung vereinnahmen zu lassen. Ja, die Frauen können nicht nur einen separaten Wettbewerb unter Frauen machen, sondern sie müssen sich mit der größten Qualität messen. Das ist ganz etwas Furchtbares, diese Ideen, die da rumschleichen. Freiheit muss man sich nehmen, die wird einem nicht gegeben. Merit Oppenheim hat sich immer die Freiheit genommen, in eine offene, unbekannte Richtung zu gehen. Sansibar. Weil er sich den Rücken kehrt, verliert er. Über den Kaminen, die roten Ecklein, die roten Füchslein, alle leben einsam. Sie zehren am längsten, sie essen ihren Pelz.